Jolo und herzlich willkommen zu einer neuen Upgrade-Episode von FLIVE. Und ja, wir fangen auch direkt an. Wir graden das Dryad-Setup, was ja irgendwie schon so halb abgegradet ist. Der Helm ist plus 5, die Suit ist plus 8 und Boots und Gowns sind noch plus 3. Genau. Ja, muss mich jetzt selbst nochmal... Oh, fuck, verkackt. Die Sprosse vergessen. Ja, ist immer der Kack, wenn man nur so 3-4 über hat, also von den Stacks, dass dann nicht alle Sprosse reingemacht werden. Wir haben 200 Sprosse an der Zahl. Eigentlich sollte das richtig easy peasy mit maximal 190, 180 plus 10 machen gehen. Plus 8 sieht man, ja, das waren jetzt 12, also plus 8 ist eigentlich nicht so schwer. Plus 8 ist eigentlich ziemlich einfach. Plus 10 zugegeben ist schwieriger, aber ich werde natürlich erstmal das plus 8 machen, weil es wäre schon ziemlich bitter, wenn ich 200 Sprosse rausballern müsste, das dann nicht mal komplett plus 8, das wäre schon ultra dämlich. Also schon erstmal plus 8, aber Ziel ist natürlich plus 10 und eigentlich soll es funktionieren, es sei denn, man hat halt mega Pech. Aber da ich mein Ruddy-Set damals auch plus 10 gemacht habe, habe ich da eigentlich keine so großen Bedenken. Nur der Helm fuckt gerade ein bisschen rum. Also die Suit hat genau 20 Versuche gebraucht. Dann war sie plus 8. Ich glaube beim 18. oder 19. hat es plus 8 gemacht. Also genau 20. Ah, da ist schon plus 8. Aber wir lassen es jetzt einfach durchlaufen. Drauf geschissen. Auch wenn es da jetzt sehr wahrscheinlich nicht auf plus 9 klappt. Genau, dann war das jetzt 22? Kann es sein? Ne, waren ja gerade schon mal 10, 32 waren es dann. Müssten es jetzt gewesen sein, oder? Ich hoffe es. Genau, also eigentlich plus 8 ist ziemlich easy, maximal 30. Und ja, plus 10 kommt halt drauf an, also kann mal 50 kosten, kann mal 10 kosten, aber so ist halt echt bei allem in dem Game. Nur, ich habe es halt wie gesagt eigentlich noch relativ gut in Erinnerung, sodass ich da jetzt eigentlich keine so großen Bedenken habe. Ich hoffe mal, dass ich das nicht als Irrtum herausstelle, weil wäre schon ziemlich kacke, wenn das Ganze jetzt weg wäre, weil das hat mich den Super Behemoth gekostet, die Sprosse hier. Das wäre nicht so gut, wenn der... Oh, nice! Gleich zweimal hintereinander auf plus 8. Da wäre jetzt geil gewesen, noch plus 9, plus 10. Ja, unwahrscheinlich. Plus 9! Nice! Sehr schön. Oh, komm schon, plus 10 ist auch noch drin. Come on! Na, ah, schade. Aber da tatsächlich jetzt ja, 20 Versuche und es hat von 3 auf 9 geklappt. Also, da sieht man es mal. Das ist... Es ist nicht so schwer. Ja, das sagen immer nur alle, dass es so schwierig ist. Und hier habe ich tatsächlich mal kein Bad Luck, weil ich bin, sondern hier habe sogar ich normale Raten. Also manchmal klappt es halt einfach nicht, aber meistens eigentlich schon. Weil hier die Prozentchance im Vergleich zu dem, was beim Erwecken und so rauskommt oder beim Sockeln, scheint hier etwas höher zu sein. Naja, haben wir da noch einige Sprosse. Das sollte ja eigentlich nicht das Problem sein. So. Ja, dann, mehr kann ich an den Set eigentlich gar nicht mehr machen. Das Einzige, was jetzt dann noch kommen würde, wären dann eigentlich Changeaways. Bis auf die Boots. Die Boots, muss ich zugeben, 7 Crit Damage ist doch etwas zu low. Also da müssen auch mindestens 11 drauf, weil sonst lohnt sich Changeaways dann doch nicht. Und vor allem momentan kosten... Oh, das sieht aber nicht gut aus. Ah, nice, 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 nice. Ja gut, dann machen wir das Suit weiter. Jetzt ist alles plus 8 und die Gowns sind schon plus 9. Sehr schön. Was würde ich jetzt sagen? Ah ja, genau, die nicht Changeaways, sondern die Cancelaways sind momentan richtig günstig. Die kriegt man hinterhergeworfen. Ich habe vorhin auch schon, also ein paar Sprosse habe ich noch gekauft tatsächlich. Die dürften auch noch auf meinem Knight liegen. Komme ich auch gleich dazu, warum upgrade ich nicht auf meinem Knight eigentlich. Ja, die Gowns. Ach ne, die Gowns sind schon ein bisschen rein. Dann die Boots. So. Vorhin habe ich ein paar Sprosse gekauft für 60 Mille, also es ist momentan echt eigentlich richtig nice. Wer sich momentan gerade selbst Equip upgraden will, hat gerade richtig gute Karten, weil alles ultra günstig ist. Was einfach dadurch kommt, dass momentan Weekend Sale ist. Letzte Woche war 30% Sale. Oder nee, vorletzte Woche ist es mittlerweile schon her gewesen. Oh, schade. Da war ja eine komplette Woche lang 30% Sale und
Jetzt bei dem Secret Drop Event gibt es die ganze Zeit in diesen Ocean Card, Volcano Card, Lightning, bla bla bla. Boxen gibt es auch immer Sprosse drin. Also momentan werden einem die Sprosse einfach hinterhergeworfen, weil jeder kriegt sie praktisch gratis. Und wer richtig viele will, kauft sie einfach recht günstig. Von daher ist das momentan sehr, sehr nice für Leute, die upgraden wollen. So, jetzt die Boots fuckt jetzt zum Beispiel richtig hart rum. 20 hintereinander und nichts hat geklappt. Das ist... Das ist das, was jetzt Pech ist. Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass bei 20 direkt ineinander... Vor allem, die sind noch plus 8, die sind nicht mal plus 9, also... Das ist jetzt sehr, sehr ungewöhnlich und da klappt es auch endlich nach 25. Beziehungsweise mit dem 25. Gut, jetzt dürfte nur noch der Helm plus 8 sein, ne? Genau. Naja, also noch sind wir noch ganz gut im Ding. Ja, aber wie viel habe ich gesagt? 180, 190? Ja, also 10, 20 sollten am Ende übrig sein. Nach meinen Berechnungen. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Ja, die Boots haben jetzt auf jeden Fall zu viele gebraucht dafür, dass sie jetzt nur plus 9 sind. Also, dafür, dass sie plus 8 waren, haben sie viel zu oft fehlgeschlagen. Ja, schade. Schade. Die Gowns scheinen am besten zu gehen. So, kurzer Cut, sorry. Naja, hoffen wir einfach mal, dass es klappt. Ah, perfekt. Plus 9. So, jetzt ist alles plus 9. Ich weiß gar nicht, wie groß der Unterschied zwischen plus 8 und plus 9 ehrlich gesagt ist. Ich meine sogar, dass es da überhaupt keinen Unterschied gibt. Ein was ist besser. Also plus 10, ab plus 8 gibt es ja diese guten Effekte. Also vor plus 8 sind die relativ scheiße. Mit Hitrate, HP, Blockrate, bla bla bla. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie groß der Unterschied zwischen 9 und 10 ist. Könnte sein, dass es nice Hitrate vielleicht ist, dass die vielleicht dann nur 35 oder 30, dass die Hitrate bei 30 bleibt, weil ab 8 ist ja glaube ich 30. Irgendwie sowas, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe glaube ich noch nie ein komplettes Set plus 9 gehabt, ehrlich gesagt. Das ist aber auch sehr ungewöhnlich, weil wenn man es von 8 auf 9 macht, macht man es auch auf 10. Also wer upgradet ein Set mit Absicht auf plus 9? Außer in meinem Fall jetzt, das würde halt nicht klappen, aber ich würde weitere Sprosse kaufen, also so ist es nicht. Also ich würde das nicht plus 9 lassen, auf keinen Fall. Auch wenn es relativ bitter wäre. Weil wie gesagt, das war jetzt der Super Behemoth, der mir da donated wurde. Von daher wäre das schon ziemlich schade. Suit, die war mir eigentlich ganz gut gewogen. Ah, komm schon. Schade. 40 haben wir noch. Dammit. Komm schon, in den 10 muss es jetzt klappen, sonst habe ich ein Problem. Also was meine Rate angeht, aber so eigentlich auch, weil dann wird es ein bisschen close, weil jetzt habe ich für jedes gerade immer noch 10 Sprosse. Das heißt, bei den anderen beiden muss jetzt innerhalb von 10 versuchen klappen und hier jetzt in den nächsten 10 auch. Oh fuck. Ja, machen wir jetzt mal was anderes. Die Suit scheint mir gar nicht gut gewogen zu sein. Scheiße. Das hat jetzt 20 Mal nicht geklappt, ne, bei der Suit. Das ist gar nicht gut. Komm schon. Oh Mann, ich sehe es schon kommen, wie ich jetzt hier 400 Sprosse reinballer, um 3 Teile von 9 auf 10 zu machen. Jetzt come on, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich meine, verhältnismäßig bin ich wahrscheinlich noch ganz im Durchschnitt, aber come on. Der Helm hat ja auch geklappt. Alter, das ist doch ein Witz. Ja, das klappt safe nicht. Jetzt bei den Boots wird es safe auch nicht klappen. Ey. Ach komm, das ist doch scheiße, Mann. Ich war mir so sicher, dass das mit 200 reicht. Vor allem, weil die Suit hat schon plus 8 war. Darauf habe ich mich gestützt. Ich meine, wenn es jetzt alles plus 3 gewesen wäre, okay. Helm schon plus 5, Suit schon plus 8. Habe ich ehrlich gesagt jetzt schon erwartet, dass ich da mal ein bisschen Puffer habe. Na also, wenigstens noch die Boots auf 10. Das heißt, Helm Boots 10, Suit Gowns 9. 5 habe ich, 15 habe ich noch auf meinem Knight. Ja, das Problem ist halt, weil halt Flyfold wieder so richtig abfuckt. Das ist halt schon wieder...
Ich kann halt kein zweites Flyff öffnen. Er stürzt immer ab. Das fuckt mich schon wieder so hart ab. Das geht einfach zu, ja. Egal was ich mache, ich laufe 5 Meter Punkt zu. Das nervt so sehr. Und jetzt mittlerweile kann ich gar kein zweites mehr öffnen. Das geht nicht mal mehr auf. Ja. Das heißt, ich kann keine CS-Items schicken. Also traden. Das heißt, wenn ich jetzt auf meinem Knight Sprosse habe, und ich habe da noch welche, ich glaube 30 oder so. Das sind die, wo ich vorhin gesagt habe, für 60. Ein paar habe ich noch für 70 gekauft. Die sind auf meinem Neiden, die kann ich mir jetzt nicht rüber traden. Also ich hätte jetzt eigentlich lieber 200 gehabt, habe aber gedacht, 200 reichen sowieso. Kann sie mir jetzt halt nicht geben. Das ist halt so, es ist halt wieder so typisch Flyff. Ich habe jetzt auch keinen Bock auf PC-Neustart, weil ich wollte es eh nur noch upgraden und aufgehen. Aber nein, Flyff sagt sich, fick dich ins Knie, Spasti, du bleibst jetzt mit einem Char online und holst ganz sicher keinen zweiten. Das heißt, ich... Was ist eigentlich meine Kohle? Ach, die ist auch auf dem... Ja, natürlich ist die Kohle auch auf dem Neid. Ach, fick dich, Flyff, Mann. Ja, dann relogge ich mal kurz und schaue mal, ob ich ein paar Sprosse bekomme. Ja, und natürlich habe ich keine gefunden. Beziehungsweise nur recht wenige und auch noch für ein... Ja gut, okay, teuer kann man nicht sagen. 80 Mille, also ich habe jetzt 15 Stück für 80 Mille gekauft. Allerdings steht der Keller seit 4 Stunden, also... Ja, momentan kauft die für den Preis eigentlich niemand, weil... Wie gesagt, ich habe vorhin ja selbst welche für 60 gekauft und oh, die liegen jetzt auf dem Neid und ich könnte kotzen, ne? Aber man hat ja vielleicht Glück, ne? Und es reicht mit 20. Ich meine, 10 für beide Teile. Wer weiß, ne? Wer weiß, wer weiß. Oh, ich will gar nicht hinschauen. Schaut mal weiter. Geht Schauten überhaupt schon, oder? Ja. Komm schon, bitte, Mann. Bitte. Die Suit hat jetzt eh schon, die Suit dürfte jetzt insgesamt dann schon, ja, bestimmt, die Suit hat dann jetzt mindestens 60. Also, das ist sowieso schon ein Witz, also von der Rate her sind es eigentlich 50 pro Teil, ist eigentlich schon fast viel. Und das sind jetzt mehr als 50. Puh. Ja, scheiß drauf, nochmal die Suit. Ich muss nochmal die Suit. Komm schon, bitte, Alter. Bei jeder anderen Klasse hätte ich gesagt, okay, drauf geschissen, kaufst dir ein Set. Aber das Problem bei Knight ist halt, fast alle Dryad Knight Sets sind Tank. Also mit falschen Erweckungen. Ja, natürlich klappt's nicht, ey. 70 Tries, Mann. Das ist doch wieder so ein Bullshit, ey. Ja... Bei Knights sind fast alle Dryads als Tank und noch dazu gibt's halt auch da kaum welche, also wie viele wird's da plus 10 mit 4 Socking, ja gut, okay, 4 Sockel werden die meisten haben, aber ja, wie viele wird's da plus 10 geben? Und ich meine, wenn es ein scheiß Set ist mit nicht mal Lightning Cards drin, zahle ich dafür keine 20 Milliarden, nur damit der es überhaupt wieder traden kann. Man muss das aber bedenken, du musst einfach so 20 Milliarden hinblättern, dann auch auf Vollrisiko, weil du musst ihm die Anbindings ergeben, damit er das Set anbinden kann. Du kannst übelst verarscht werden, der kann einfach mit deinen 20 Milliarden weggehen. Gut, Anbindings 20 Milliarden, aber wenn sie nicht im Cash-Shop sind, sind die halt zu teuer, manchmal sogar mehr, manchmal wollen die 7 Milliarden each. Ist halt einfach so. Und der kann dir ja noch übelst verarschen, du hast null Sicherheit damit, ja. Der kann einfach mit den Anbindings und mit seinem Set weglaufen. Ja? So, danke für dieses Geschenk. Toll. Ja, das ist mega behindert und dafür zahlst du noch 20 Milliarden, unabhängig ob er dich jetzt verarscht oder nicht. Ja, du zahlst 20 Milliarden nur damit es wieder tradebar ist. Das ist ein Witz, ey. Also das ist schon echt behindert gemacht. Aber noch behinderter ist halt, dass der Scheiß jetzt einfach nicht klappt. Also übrigens, ich habe vorhin die ganze Zeit Ruddy Set gesagt, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher, ob das überhaupt ein Ruddy Set war. Es könnte sein, dass es ein ganz anderes Set war. Ich weiß es gar nicht mehr, es ist schon zu lang her. Mein BP habe ich vor 2 Jahren gequittet, das ist... Ich weiß nicht mehr, denn ich glaube schon, dass ein Set plus 10 war und ich bin mir zu... Also ich habe es ein Set selbst gemacht, aber... Also ich glaube, es war plus 10, aber ich 100% sicher bin ich mir jetzt nicht, aber... Ja, ich habe noch mal drüber nachgedacht, ob es wirklich das Ready Set war, aber... Ich meine eigentlich schon, aber selbst wenn nicht, ist scheißegal. Ich habe auf jeden Fall schon mal plus 10 geupgradet und es war nicht auf einem P-Server. Und da ging es auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, weiß ich noch, da habe ich insgesamt
ausgerechnet, dass ich für jedes Teil 40 gebraucht habe. 20 auf 8 und dann nochmal 20 auf 10. Bei jedem Teil. Also durchschnittlich halt. Suit hat vielleicht mal 50 gebraucht, dafür die Gowns nur 30, je nachdem halt. Aber insgesamt habe ich da keine 200 gebraucht und hier habe ich bin jetzt weit über 200. Und ja, ich habe nur zwei Teile aufzählen. Wenn es richtig blöd läuft, brauche ich jetzt nochmal 40, 50 Stück. Also ich werde da jetzt noch ordentlich Kohle rausballern müssen. Das Schlimmste ist halt, dass niemand S-Protects hat. Das heißt, ja, ich bin jetzt komplett im Arsch. Das ist echt mega behindert. Muss man mal ganz einfach so sagen. Naja, dann nochmal Cut. Bis gleich. So. Oh, also ich habe jetzt nochmal 50 gekauft. Ich sag's euch, wenn das jetzt nicht klappt, ne? Ich kann mir nichts mehr garantieren. Ich bin jetzt schon so ultra mad einfach nur und wenn es jetzt nicht klappt, man dann... Ja, also, ja, danke. Okay, jetzt haben wir 48 Tries für die Gowns. Also wenn das jetzt nicht klappt, ne, dann... Ja gut, vielleicht hätte ich nicht gleich 50 kaufen sollen. Aber naja, ich hätte ja gerade auch 20 und es hat kein Mal geklappt bei 20. Also ich meine, die 50 jetzt gekauft halt in schlechter Erwartung. Und ich meine, die werden ja nicht schlecht. Also ich habe mir gedacht, also wenn es jetzt klappen sollte, ja, verdammt, ich darf es nicht sagen, dann hauen wir es vielleicht als Elle in meinem Sword rein. Schade. Ja, das Chatfenster ist deswegen noch offen, dass ich den Namen da habe, weil ShopeeChari666, das kann ich mir jetzt nicht merken und ich habe jetzt auch keine Lust, das aufzuschreiben. Falls es eben nicht reicht, dass ich da noch eine Quelle habe, um an weiteren Stoff zu kommen. Oh, come on, Mann. Wie viel waren das jetzt bei der Suite 6, oder? Ah, 54 auf 48, 6 Stück. Komm schon, Gowns bitcht jetzt nicht rum. Komm schon, ein Teil noch. Ein fucking Teil. Komm schon. Bitte, Alter. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Alter. Junge. Alter. Och nee, das ist jetzt nicht wahr, oder? Oh. Acht. Nur noch acht. Komm schon. Milliarden. Ich habe jetzt 4 Milliarden dafür ausgegeben, dass ein Teil plus 10 ist. Alter, fuck, das sagt man. Diese elendigen Hurensöhne, Mann. Das ist doch unglaublich, Alter. Ich mache nie wieder ein Set selbst, ey. Verfickte Scheiße. Natürlich ist sie offline. Fuck, ich hätte dazu schreiben sollen, dass sie online sein soll. Oder eher. Fuck. Oh Mann, allein schon, weil ich hab gar keine Kohle mehr. Ich kann mir jetzt noch 10 Stunden, ich kann noch mal 10 kaufen, dass mein gesamtes Geld weg ist. Oh. Okay, jetzt noch mal 10. Ach, fuck, was mache ich? Ich will's der Fail. Das ist jetzt was ganz anderes. Wenn das jetzt in 10 Versuchen klappt, dann beleidige ich nie wieder einen von den Websend-Leuten. Na gut, okay, dann werde ich mich hier nicht dran halten. Ja komm, was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Jetzt, also langsam übertreiben sie es aber echt.
Ich meine, der Helm hat so super funktioniert. Die Suit braucht einfach 80 Tries und die Gowns nochmal 80. Es funktioniert einfach. Übrigens habe ich noch Cola auf Dela, also so ist es jetzt nicht, aber... Ach komm schon. Junge. Die haben Glück, dass ich krank bin. Und wenn ich jetzt laut werde, das endet nicht in, das endet in einem Hustenanfall. Er hat 107. Ihr wisst, dass ich gerade auf die 300er Marke zusteuere. Ich bin schon über der 300er Marke und dann schreibt er mir noch hier. Verfickte Scheiße nochmal, Mann. Langs jetzt geht's aber echt zu weit hier. Verfickt nochmal. Warum hab ich immer so ein asoziales Pech in dem Spiel, Mann? Das kann nicht mehr wahr sein. Es geht einfach zu weit, Mann. Das ist nicht mehr normal. Wie es einfach nicht funktioniert, einfach nur weil ich das bin, der das upgradet. Ey, das ist unglaublich, Mann. Ich bin über 6 Milliarden nur für plus 9 auf, von 9 auf 10, Mann. Was ist das? Mein gesamtes Geld, ey. Ich hatte vorhin 16 Milliarden, jetzt habe ich noch 3. Jetzt nochmal 1,2. Es ist unglaublich, ey. Das ist auch der Grund, warum ihr mir so viel schenken müsst. Also, ich sag ja nie was, dass ihr mir was schenken solltet. Ihr seht ja diese asoziale Scheiße. Mein ganzes Geld geht einfach für so einen Rotz drauf und deswegen bin ich auch immer noch so schlecht in dem Spiel. Weil ich einfach so ein asoziales Pech habe, ey. Ich baue nicht wie jeder andere 150, ich brauche gleich 480 Tries, ey. Und nicht mal dann funktioniert's, Mann. Was ist das einfach nur für eine Scheiße, Alter? Natürlich klappt's nicht. Komm schon. Verfickte Scheiße nochmal. Mann, was ist das? Ich habe keine Lust mehr. Mein gesamtes Geld, ey. Ich habe die letzten 5 Tage jeden Tag mit einem Char 8 Stunden Job gehabt. Ich habe so viel Zeug von den Sachen verkauft, die mir gedonatet wurden. Ich habe das Assault Set verkauft. Ich hätte Behemoth verkauft. Ich habe das Super Nightmare, meinen Super Nightmare verkauft. Das andere habe ich noch. Ich habe alles verkauft und es ist alles weg. Und jetzt ist dieses Scheiß-Set nicht plus 10. Ich könnte so ausrasten, Mann. Es sollten 200 Tries werden und ich bin bei 400 langsam, ey. Was ist denn das für ein Trotz, Mann? Das ist halt nicht mehr normal. Ich heule halt gleich, ey. Ohne Witz, Mann. Jetzt musste ich, ja, weil ich bin jetzt eine halbe Stunde lang rumgelaufen auf der Shopmap, hat geschaut, niemand hat mich mehr angeschrieben, anscheinend hat kein Mensch auf der Welt mehr S-Projects zu einem angemessenen Preis. Jetzt musste ich die aus dem AHA rauskaufen für... Gut, okay, 86 und 87 Mio. Wow, okay, ist jetzt nicht so teuer, okay, aber ich meine, die Menge macht's, ja. Hätte ich jetzt alle für den Preis gezahlt, es wären schon mal 10, 15, 20, 30 mehr. Oder eben weniger, die ich nicht hatte. Von daher kotzt mich das schon hart an, aber ich meine, jetzt habe ich mir gedacht, ja, meine Fresse, kaufst du nochmal 30 davon, aber... Es klappt einfach immer noch nicht, Mann, das ist jetzt... Ey... Also, ich glaube, wir steuern jetzt auf die 100 Tries nur für die Gowns zu. 100 nur für die Gowns. Und ich glaube, wir sind schon bei 100. Ja, ich glaube, wir sind schon easy bei 100. Das waren ja allein schon mal 20 nach der Suit. Ja, wir sind schon bei 100.
Das ist ein Witz. Es klappt halt einfach nicht, Mann. Oh. Verfickte Scheiße. Es waren jetzt schon wieder 20 Tries, Mann. Vor allem, wie schnell das einfach geht. Mein Geld. Das puff, und das Geld ist weg. Und das... funktioniert. Das soll Success stehen. Verfickte Scheiße. Alter. Das ist nicht wahr, Mann. Nein. Verfickte Scheiße, Alter. Was ist das für eine unnormale, abgefickte, ranzige Hunde-Drecks-Piss-Scheiße, Alter. Ey, es macht doch keinen Spaß so, Mann. Ganz ehrlich, ey. Jetzt alle meine Tasks geplündert. Ich glaube, auf Asumiao habe ich noch 300 Mio. Und die muss ich mir jetzt auch holen, weil sonst kann ich mir nicht mal mehr 10 Stück leisten. 20 Stück. Bis gleich. Schaut euch das an. Ich muss die jetzt aus Mara rauskaufen für 88 Mio each. Mir jetzt gerade erinnern auch das Angebot gemacht, dass er das Bundle kauft für V-Coins und mir das verkauft. Aber so viel Kohle habe ich jetzt leider nicht mehr. Er meldet sich genau zu spät leider. Aber es ist egal, ich hatte davor auch nicht mehr genug Kohle. Also ich hatte noch 6 oder 7 Milliarden oder so und ich glaube, oder wie viel kosten 95 für 80? Oh, ich habe jetzt keine Lust zu rechnen. Ich glaube, es hat nicht gereicht. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Na egal. Jedenfalls ist jetzt mein gesamtes Geld weg. Also jetzt bin ich tatsächlich, zumindest soweit ich weiß, also ich kann nochmal alle Chars durchgehen, eventuell. Ich habe noch so ein paar Event-Chars, also Power-Up-Chars. Letztens habe ich nochmal auf dem anderen Channel Donation entgegengenommen. Also ein paar hundert Mio kriege ich sicherlich noch zusammen, aber nochmal auf jeden Fall, dass ich mir nochmal 40 Stück oder sowas holen kann, das auf keinen Fall. Also das sind jetzt sehr wahrscheinlich die letzten 20, die ich mir leisten kann. Vielleicht dann nochmal 10 oder so, wenn ich nochmal billige finde, aber das ist jetzt pretty much alles gewesen. Wenn das jetzt nicht klappt, Alter, dann... Es ist jetzt schon der totale Witz einfach nur. Was Dings vorhin geschrieben hat, Slicing, Storm, heißt der, glaube ich, hoffe ich jetzt mal, dass er so heißt, meine ich zumindest. 157, ja, 157, wenn ihr euch erinnert, meine Suit war plus 8 und mein Helm plus 5 und ich habe 200 gehabt und es waren drei Teile noch plus 9. Oder es waren doch noch 200. Ja, doch, doch. Oder der hat zwei Teile. Zwei oder drei ist ja vollkommen egal. Jedenfalls ist es ein Witz und es funktioniert einfach nicht, Mann. Ey. Könnten sie jetzt so richtig oldschool machen. Ich mache immer noch eine rein. Also richtig oldschool, weil die Scroll aktivieren und dann Ori draufhauen, aber da ich ehrlich gesagt zu viel Schiss, dass ich es irgendwann mal verkacke und dann sitzen die Gauns weg. Und dann klappt es wahrscheinlich, ne? Einfach bis 9 machen. Funktioniert eh nicht. Könnt euch nicht vorstellen, wie mad ich gerade bin. Ich bin ja oft mad, ich bin eigentlich immer mad, aber... Das ist ein neuer Status von mad sein. Zwei noch. Bitte, Alter, bitte funktionier einfach, ohne Scheiße. Oh, dieses verfickte Scheißspiel, Mann, Alter, ich habe echt keine Lust mehr. Das ist doch so ein Wichstrick. Ich habe jetzt gerade 10 Milliarden plus den Super-Behemoth ausgegeben.
Und es ist nicht plus 10, dieses Wix-Set. Ganz davon abgesehen, dass es immer noch schlechter weckt ist, ey. Heilige Scheiße, Mann. Wie kann man nur so viel Pech in diesem Spiel haben, Mann? Das ist doch unglaublich, ey. Vor allem, wie übertrieben viele Tries das jetzt einfach waren auf diese scheiß Gauns, ey. Mit denen sein scheiß Hellline einfach Matrix heißt, man. Fucking Fanboy. So, wir schauen, welche auf der Bank, aber ich glaube nicht. G-Protector, ich noch zwei. Inventar voll. Aber hier Beats, what the fuck? Das ist eine Platzverschwendung. Kennst du euch noch? 8 und 2 Supersposse. Ja. Mach mal Just for the Lloyds einfach mal 2 Tries auf mein Schwert. Also Ulti plus 6 machen, weil dann kann ich es piercen. Aber wird safe nicht funktionieren. Ja, letztes Mal gefragt, man braucht so 800 Tries von Ulti plus 5 oder Ulti plus 6 auf Ulti plus 9. Da ist die Chance jetzt einfach noch geringer und jetzt klappt es wahrscheinlich einfach. So übelst Trillinger mäßig. Aber safe nicht. Und nope. Ja, war jetzt wenig überraschend. Ich bin einfach jetzt... so angepisst gerade, das ist unglaublich. Ich will irgendwas kaputt machen, ey. Na egal. Draufgeschissen. Hat nicht geklappt. 3 Teile plus 10. Das hoffe ich doch zumindest mal. Ja, wahrscheinlich sind die Boots noch plus 8 jetzt. Also, da würde ich mir jetzt ins Gesicht schlagen. Ja, scheiße gelaufen, kann keine Sprosse mehr kaufen, es gibt auch keine mehr. Aus dem Aha habe ich alle rausgekauft, auf der Shopmap sind alle weggekauft und Schauten bringt auch nichts. Letzte halbe Stunde hat sich noch einer gemeldet und dem muss mal 95 abkaufen, sonst hat er gar keine. Also, ist scheiße gelaufen. Ich werde das Set jetzt auch nicht anziehen, weil es nicht plus 10 ist. Beziehungsweise ich zocke jetzt eh nicht, also ich level jetzt sowieso nicht, also ziehe es jetzt auch noch nicht an. Skateboard darüber drin. Ja, ich wollte es eigentlich echt erst anziehen, wenn es plus 10 ist. Ich meine, vom Effekt her ist es jetzt nicht so schlimm, allerdings was, ja doch eigentlich schon, weil meine Hitrate wird darunter leiden. Also mindestens 15% hat uns safe weniger. Ist jetzt natürlich auch nicht so viel, klar, aber trotzdem. Es ist halt ultra nervig, Mann. Was soll denn der Scheiß einfach nur? Es ist echt unglaublich. Wie viele Tries ich jetzt einfach auf diese Kack-Gauns gemacht habe. Das ist echt ein neues Limit an Frechheit. Allein wie viele Videodateien ich hier habe, ne? Das sind halt einfach mal fucking 8 Cuts, die ich gemacht habe. Gut, der eine Cut war nicht deswegen, aber das heißt, ich habe 6 Mal nachgekauft und es hat nicht funktioniert. Obwohl es nach dem ersten Mal, ich sollte kein Mal nachkaufen und noch welche übrig haben. Das war, was erwartet war und... Na. Also wirklich, es ist so ein Scheißdreh. Naja, egal, ich laber jetzt eh nur noch rum und ja. Ich meine, natürlich, wenn ich das Warband verkaufe, ein bisschen Kohle kriege ich ja wieder rein, aber so viel, wie ich jetzt dafür verschwendet habe, und es ist noch nicht mal plus 10, das ist das Schlimme.
Das heißt, ich kann nochmal 100 draufballern und es ist vielleicht immer noch nicht plus 10. Das ist das, was es... Das ist eigentlich das, was einem richtig ankotzt. Wenn es einfach nur ultra viele Tries braucht, aber dann wenigstens klappt, ist ja okay. Aber wenn es halt dann nicht mal plus 10 ist, das ist halt einfach so eine Frechheit, ey. Das ist nicht mehr normal. Also wirklich, ey. Das waren Sprosse, wenn man sie sich gekauft hätte für Euro. Sprosse im Wert von 150 Euro oder sowas, habe ich da jetzt reingepumpt und es klappt einfach nicht. Das ist ein Witz, ey. Na egal. Trotzdem habe ich es entschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.